Guten Morgen! Kira, wohin fahren wir heute? Zum Wackelwald. Zum Wackelwald, ja, da müssen wir jetzt gut frühstücken und dann machen wir uns auf den Weg. Ja, wir sind jetzt angekommen in Bad Buchau und wir suchen noch, denn es gibt ganz viele Umleitungen. Wir haben keine Ahnung, wohin, alle Straßen sind abgesperrt. Mein Mann schaut gerade auf der Karte nach. Es ist nämlich gar nichts ausgeschildert und wir haben natürlich keinen Empfang, was ja so typisch ist, ne? Und hast du was gefunden? Nein? Komm mal. Nein, da gehen wir nicht hoch, den schauen wir uns nur an. Ich hoffe, das wird noch heute was mit dem Ton, weil im letzten Video war es total windig und deswegen habe ich auch einen Ton bzw. einen Sound drunter gelegt und das dann total kurz geschnitten, das Video. Was aber auch zur Abwechslung ganz schön ist, wie ich finde. Und jetzt steht die Kamera nicht scharf. Hammergeil, wie immer. Sind wir reingefahren? Hast du schon fertig gefunden? Echt? Wir sind jetzt auch kaum gefahren. Vier Kilometer lang ist die Brücke, die wir jetzt laufen. Und wir haben zum Glück den Bollerwagen mitgenommen. Weil also ohne Bollerwagen, Kinderwagen oder so ist das gar nicht so. Man muss sehr, sehr viel laufen. Wir sind jetzt 4 Kilometer über diese wundervolle Brücke gelaufen und die endet einfach mitten im See. Wir dachten uns ja, dass sie mit dem Wald verbunden ist, aber es ist jetzt nicht so. Deswegen laufen wir jetzt wieder zurück. Written down the words to say, it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. So viel zu Kinderwagen geeignet, ne? Also ist schon. Ha, was sagst du? Ja, ein Kinderwagen kommt durch, aber es ist schon. Papa, hüpf mal, komm. Guck mal, wenn der Papa hüpft. In der Kamera sieht es ja gar nicht so krass aus. Langsam. Timo, festhalten. Mali sieht nichts wegen ihrer Mütze. Hier nicht. Jetzt sind wir schon raus. Ja, wir sind jetzt sehr, sehr viel gelaufen. Also ich fand es ganz okay. Es war jetzt viel gelaufen. Ich habe es mir ein bisschen wackeliger vorgestellt, muss ich sagen. Ich fand die Brücke am Federsee fand ich richtig schön. Das hat mir gut gefallen. Also ich finde jetzt, das war jetzt so für Kinder ab 5 Jahre eher. Mit Kinderwagen würde ich da jetzt eigentlich gar nicht hingehen. Wir sind nur Profis jetzt mit unseren 3 Kindern mit Bollerwagen, gell? Aber
ja, unter 5 Jahren würde ich da eigentlich nicht hingehen. Für Timo ging es jetzt, glaube ich, so. Für Kira war es interessanter. Das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.